Guten Tag, ich habe diesen Schrank in 3D erfasst und will vielleicht auch nicht, den mal in 3D drucken. Den Schrank zu re-engineeren war gar nicht mein Plan, wollte nur mal den RevoPoint Pop 2, einen 3D-Scanner, ausprobieren. Startete den, drehte mich zur Seite und scannte an diesem Schrank ein Teilstück, ja, so ein florales Element. Ja, und dann war plötzlich der Zwang da, den kompletten Schrank zu erfassen. Nach dem Scan und der weiteren Bearbeitung, folgend im Film beschrieben, kam das dabei raus. Habe den Schrank mal in mein Schloss geschleppt und fotografiert. Auf Texturen habe ich verzichtet. Nur auf die Schlossgarnituren und Klavierbänder habe ich Metallshader gelegt. Ja, das Texturieren ist sehr, sehr zeitaufwendig und für einen späteren Druck auch nicht notwendig. Jetzt ein paar Detailaufnahmen und immer schön auf den Schrank schauen. Das ist der Scanner, der RevoPoint Pop 2. Nicht gerade preiswert, aber naja, alle 10 Jahre gönne ich mir mal eine größere Anschaffung. Ich habe noch einen anderen Scanner, den Kinect-Scanner. Ist für gröbere Auflösungen geeignet. Kann man hier in einem meiner älteren Filme sehen. Ja, den Scanner wollte ich nun als Vergleich hier mit testen. Ja, hab den aber nicht gefunden. Kommen wir nun mal zu etwas ganz anderem, dem Arbeitsablauf der Erfassung. Als erstes scanne ich die Details gleich vorweg. Das Scannen ist kein Zuckerschlecken, obwohl es manchmal in den Videos der anderen Scan-Kollegen so einfach aussieht. Entscheidend für einen optimalen Scan sind die Oberfläche und eine ruhige Hand. Ja, bei mir beides jetzt nicht unbedingt optimal. Der Schrank hat eine sehr dunkle Oberfläche. Dass der Scan dennoch erfolgreich war, liegt wohl an der erhabenen Struktur des Objekts. Bei Flächen sieht das schon anders aus. Da schwimmt das zu erfassende Objekt schon mal gerne seitwärts weg. Der Scan hier sieht aber gut aus. Werde dennoch einen zweiten Scan machen, um die Lücken von diesem ersten Scan zu schließen. Könnte man später jetzt auch in diversen Programmen machen, aber naja, besser ist es, so viel wie möglich vom Original zu erhalten. RevoPoint stellt nicht nur die Scan-Software für ihren Pop 2 bereit, die haben auch RevoStudio im kostenlosen Angebot, um zum Beispiel die Punktwolke des Scans zu bereinigen. Ich beschränke mich in RevoStudio auf das Löschen von Punkten, die nicht mit dem Hauptkörper verbunden sind, und dem Löschen von Punkten, die durch andere Punkte überlappt werden. Das kann man übrigens auch mit den Programmen Cloud Compare oder MeshLab erledigen. Auch die liefern hierzu gute Ergebnisse. Hatte ja schon erwähnt, dass ich zwei Scans des Objektes mache. Die werden nun, nachdem sie bereinigt wurden, zusammengetackert. Auch dazu nutze ich RevoStudio. Es werden also beide Punktwolken in das Programm geladen, nebeneinander gelegt und einige Bereiche markiert, die in beiden Scans vorhanden sind. Danach berechnet das Programm die Bereiche, die deckungsgleich sind, und verschmilzt beide Punktwolken. Die so entstandene neue Punktwolke sollte dann jetzt natürlich auch wieder bereinigt werden.
Ich habe auch mal versucht, beide Punktwolken in Cloud Compare und MeshLab zusammenzufügen. Hier im Hintergrund ist zu sehen der Mechanismus in Cloud Compare. Habe das aber nicht hinbekommen. Prinzipiell schon, aber die Wolken hatten in beiden Fällen, also in Cloud Compare und MeshLab, immer einen leichten Versatz. Ich weiß, dass man das in beiden Programmen akkurat hinbekommt, ist aber mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Naja, und den scheute ich. Die Punktwolken sind ja nun zusammengefügt und optimiert. Jetzt wird das Mesh gebildet. Auch dazu nutze ich wieder Revo Studio, geht auch in Cloud Compare bzw. MeshLab. Da sich aber die Ergebnisse aller drei Algorithmen, wenn man so will, sich nicht so sehr unterscheiden, blieb ich bei Revo. Das erstellte Mesh ist aufgrund seiner hohen Auflösung, die ich ja gewählt habe, sehr polygonlastig. Das muss ich nun reduzieren. Das geht sehr gut mit dem Programm Instant Meshes. Da werden nicht nur die Polygone reduziert, also je nach Einstellung, es werden auch Dreiecke in Quads gewandelt, besser geeignet für die spätere Nachmodellierung in Cinema. Auf dem Bildschirm zu sehen ist Instant Meshes. Der Scan sieht hier übrigens vollständig aus. Das liegt daran, dass ich im Vorfeld in Cinema 4D schon diverse Korrekturen vorgenommen und dabei auch das Objekt gespiegelt habe, um die rechte unvollständige Seite abzudecken. Eine Gegenüberstellung des Original-Meshes links und des polygonreduzierten Meshes. Das Quad-Modell, also das rechte, das reduzierte, wirkt sich ja nicht nur auf die besseren Modelliereigenschaften aus, es ist auch in seiner Speichergröße um circa die Hälfte reduziert. Ja, also um die Hälfte der Polygone ist das ganze Objekt reduziert worden. Zum Abschluss der Bearbeitung des Teilstückes nun noch eine kleine Nachbearbeitung in Cinema 4D im Sculpting-Modus. Ja, da werden ein paar Kanten nachgeschärft, Pickel auf der Oberfläche eingeebnet, ein paar Löcher aufgefüllt und so weiter. Sollte man machen, wenn man glaubt, sich der Perfektion nähern zu müssen. Hatte ja vorhin erzählt, dass ich drei verschiedene Programme für die Mesh-Erzeugung getestet hatte. Hier sieht man die Ergebnisse der Berechnung, die nehmen sich nicht viel. Bei MeshLab hatte ich eine höhere Auflösung gewählt, die wohl zumindest bei Cloud Compare bei gleicher Auflösung zu einem ja, ähnlichen Ergebnis geführt hätte. Nachdem ich alle kleinen Details an dem Schrank gescannt habe, wurden nun die größeren Flächen erfasst. Dazu habe ich den schnellen Scan und eine Auflösung gewählt. Ich brauche ja vom Gesamtschrank keine detaillierte Abbildung, weil ich den ja komplett redesigne. Allerdings benötigt dazu die Maße und die grobe Struktur. Das Scannen ging oft schief. Wie vorhin schon erwähnt, Flächen ohne Marker, zu dunkle oder spiegelnde Flächen sind halt ein Problem. Ja. Hatte dann versucht, mit Streifen Malerkrepp das zu entschärfen. Also die wollte ich als Marker einsetzen, funktionierte auch nicht so richtig. Erst als ich dann Streichholzschachteln als Marker benutzt habe, die ja eine gewisse Struktur reinbringen, funktionierte das alles recht gut. Dennoch musste ich auch hier mehrfach ansetzen. Mesh eingeladen in Cinema 4D und festgestellt, dass das alles in sich gerade schräg zum Ziel ist, wie die alten Militärs zu sagen pflegen. Das sieht noch dramatischer in der Spiegelung aus. Liegt höchstwahrscheinlich daran, dass ich den Scan von nur einer Position aus machte, hier ungefähr so schräg. Cinema bringt da ja diverse Korrekturwerkzeuge mit denen man das reparieren kann. Ja, und hier ist nun das fertige Endergebnis. Ich gehe jetzt nicht weiter auf das Reverse Engineering ein, nur so viel für den Cinema-Interessierten. Ich arbeite mit Splines, die ich vom Original an den Kanten abgenommen habe und diese dann über das Sweep-Nurb-Werkzeug in Meshes verwandle.
Jetzt geht es daran, den Schubladengriff zu scannen. Das wollte ich nicht am Objekt machen, habe also den Griff, den Halter und das Schlüsselschild abmontiert, um es zu scannen. Als erstes im Dark-Modus höchste Auflösung. Ja, der Scan war unbrauchbar aufgrund doppeltem Scannergebnis nach dem Merge. Der zweite Scan im Feature-Modus, auch die höchste Auflösung. Hier beendete das Programm sich einfach mal selbst, also es stürzte ab. Nun habe ich den Griff etwas eingefärbt. Ich hatte ja schon etwas zu idealen Oberflächen erzählt. Eingefärbt mit Kreidepigmenten, mit einem Pinsel aufgetupft. Man kann wahrscheinlich auch Backpulver, Babypulver, zermalmte Schulkreide oder vielleicht auch Mehl nehmen, ja, muss man probieren. Ich weiß es nicht, wie gut die eben benannten Materialien auf den Oberflächen haften. Die Pigmente hielten aber gut und ließen sich damit Wasser leicht entfernen. Der Griff liegt übrigens auf einem Drehteller, das ist ein preiswertes 10-Euro-Teil. Als Unterlage verwendete ich die Rückseite eines Mauspads. Und als Marker kommen Nylon-Abstandshülsen aus meiner Kramkiste zum Einsatz. Ja, und der Scan war dann erfolgreich. Die erstellte Punktwolke habe ich in MeshLab geladen und ein Mesh generiert. Und ich war nicht zufrieden. Alles zu verwaschen. Nicht die erwartete Detailtreue. Ich habe schon beim Scan die höchste Auflösung gewählt und bei der Mesh-Erstellung eine sehr hohe Rekonstruktionstiefe. Ja, wäre vielleicht mit dem Revo Point Mini besser geworden, aber der POP 2 ist dafür wohl doch nicht geeignet. Habe zum Vergleich meine alte bewährte Methode der Fotogrammetrie angewandt. Also raus auf den Balkon war ja schön diffuses Licht, Objekt platziert und ca. 20 Bilder gemacht. Anhand der Punktwolke schon zu sehen, dass hier die Auflösung besser ist. Das ist das Mesh. Und das texturiert. Hier mal ein Vergleich. Oben der Scan von Revo Point und unten das fotogrammetrierte Objekt von Agisoft Photoscan. Habe mal den Scan gemessen in MeshLab. Gemessen natürlich etwas ungenau, weil ich nicht die exakte Kante getroffen habe. Das sind knappe 75 mm. Und der Messschieber zeigt 75,2 mm an, ein paar Zehntel daneben, nicht schlecht. Da mich die Qualität des Revo Points bei sehr kleinen Objekten nicht überzeugt hat, wie gesagt, ich denke mal, dass hier der Revo Point Mini besser abgeschnitten hätte, habe ich noch einen Test Revo Point versus Photoscan gemacht. Ich habe beide Rohdaten, also die Punktwolken, dazu in MeshLab aufbereitet, mit identischen Einstellungen, also zum Beispiel der Rekonstruktionstiefe. Dabei hatte ich bei Revo Point wieder die höchste Auflösung gewählt, also bei der Erfassung, beim Scan und beim Erstellen der Photoscan-Punktwolke die zweithöchste. Beide Verfahren zur Erstellung der Punktwolke in den Systemen kann man jetzt nicht unmittelbar vergleichen, weil die wahrscheinlich andere Algorithmen anwenden. So muss also die Aussage jetzt erstmal reichen, dass ich aus beiden fast das Maximum rausgekitzelt habe. Hier das Mesh, erstellt in MeshLab von Photoscan. Die Wolke, also die Ursprungswolke, hatte knapp 6 Millionen oder hat knapp 6 Millionen Punkte. Ja, kann man hier oben rechts sehen. Das ist das Mesh von Revo Studio. Das sieht schon besser aus, hat aber nur 700.000 Punkte. Also viel ist nicht immer gleich besser. Ja, somit hat sich der Revo Point wieder rehabilitiert und ist weiter im Rennen. Will man nun aber einen vernünftigen Farbscan haben, sollte man Photoscan verwenden.
Denn hier wird die Textur mit den Fotos des Fotoapparats, ja, oder in meinem Falle des Smartphones erstellt. Der POP 2 bringt zwar auch eine Bildkamera mit, aber mit einer recht kleinen Auflösung. Ich glaube, das war nur eine 2-Megapixel-Kamera. Hier nochmal der Vergleich der Meshes in Cinema 4D. Ich denke mal, die Entscheidung, welches Verfahren ich hier für die weitere Bearbeitung bzw. Erfassung des Schrankes verwende, ist klar. RevoPoint. Schärfere Kanten, nicht so verwaschen. Man muss ja auch bedenken, dass die Generierung der Punktwolke in Fotoscan mehrere Stunden dauert. Ja, in der Zeit ist mein Rechner total blockiert. Die Software nimmt ja fast alle Leistungen in Anspruch. Dennoch werde ich die Fotogrammetrie weiter nutzen. Wie gesagt, manchmal ist der Infrarotscanner besser, manchmal der Fotoscanner. Griff, Halter und Schlüsselschild vervollständigt, bereinigt und da wo notwendig nachmodelliert. Fertig für die Montage. Die Konstruktion des Unterteils ist abgeschlossen. Rechts der neu erstellte Schrank, links der gescannte. Wenn Unterschiede in der Größe der Füße und den Handgriffen bemerkbar sind, am konstruierten Schrank, ist das korrekt. Beim Scannen habe ich die Teile nur grob platziert und skaliert. Was habe ich nun wie erfasst? Der Schrank wurde bis auf den Griff an der Schublade mit dem POP 2 gescannt. Der Griff über Fotogrammetrie. Die Front des Schrankes wurde im gröbsten Modus gescannt, die Zierteile im feinsten. Des Weiteren wurden noch die Profile separat gescannt, begradigt und als Blinds geformt. Ja, und nun geht's weiter mit dem Aufsatz. Der Scan des oberen Teils hat mich vielleicht Nerven gekostet. Ich denke mal, das wird der Tag sein, wo ich begann, Selbstgespräche zu führen. Das wollte einfach nicht gelingen. Laufend schwamm mir das Tracing weg. Hatte schon alles mit Markern vollgeklebt. Ja, und dann habe ich die Vitrine links weggeschoben und schwupp, ja, ging es. Meine Küchentischexpertise, der Infrarotscanner hat sich an dem Glas der Vitrine verschluckt. Ja, der Infrarotstrahl. Keine Ahnung, ob das stimmt, funktionierte dann aber tadellos. Das ist der Scan, alles Relevante drauf. Zu sehen auch die Marker und hier Malerkrepp. Ich hatte ja alle Varianten an Markern probiert, aus Verzweiflung. Das sind hier so Gummistückchen, die man zum Fixieren von Bildern verwendet, aus dem 1-Euro-Laden. Weiß aber nicht mehr, wie teuer die waren. Na, den Witz verstanden? Das Mesh. Also, ich bin zufrieden. Der Aufsatz von dem Schrank ist nun auch fertig konstruiert. Ich rede hier immer vom Schrank. Es ist ja eigentlich kein Schrank, es ist ja mehr eine Anrichte. An der Rückwand befindet sich ein Spiegel mit Facettenschliff, noch im Original. Wohl nicht mehr original sind die Scheiben, scheint mal mein Vater ausgewechselt zu haben. Er hatte die Anrichte aus einem alten Haus gerettet. Auch hat er die Schlüsselschilder hier oben und unten sowie die Griffe ergänzt. War nicht mehr vorhanden. Diese kleinen Teile hatte er damals in der GSSR gekauft. Ja, damit ist die Konstruktion jetzt fertig.